Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und im Stream. Lass sie ruhig reden. Ne? Lass sie ruhig reden. Also, machen wir mal Folgendes. Ironie an, Ausrufezeichen. Der Antrag der CDU setzt sich mit einem der Lieblingsthemen der CDU im Rechtsausschuss, nämlich mit der Unterbringungssituation der Gefangenen hier speziell in Einzelhafträumen gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 Strafvollzugsgesetz auseinander. Ironie aus, Ausrufezeichen. Dementsprechend wird gefordert, die Landesregierung möge ein Konzept vorlegen, in dem aufgrund einer lückenlosen und transparenten Übersicht die aktuellen Belegungszahlen sowie die vorhandenen und tatsächlich belegbaren Hafträume abgebildet sind, die zur Verfügungstellung ausreichender Einzelhaftplätze wird verlangt, beziehungsweise jedenfalls auch der Nachweis darüber. Sanierungen von Neubauten sollen den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten gerecht werden und dem demografischen Wandel im Gefängnis Rechnung tragen. Also mir persönlich ist jetzt nicht ganz klar, ob der demografische Wandel bei den Inhaftierten, die ja auch immer älter werden, oder demjenigen bei den Beschäftigten gemeint ist. Aber das werden wir sicherlich im Rechtsausschuss dann abschließend klären können. Außerdem wird verlangt, transparente Kennzahlen und Bedarfsermittlung. Da bin ich bei Ihnen, Herr Kollege Kamieth. Das sollte man in der Tat immer mal haben als Grundlage, damit man weiß, worüber man am Ende redet. Und ja, die Pläne der Landesregierung, JVA-Standorte in Duisburg, Hamborn, Coesfeld, Krefeld, Mönchengladbach und Dienstlaken zu schließen, die greifen Sie an, weil Sie eben davon ausgehen, dass zu wenig Hafträume vorhanden sind, dass Sie von einer Unterdeckung sprechen, lesen wir. Das steht natürlich diametral der Äußerung von Kollegen Wolf entgegen, der von durchschnittlich 1.500 freien Haftplätzen spricht. Also greife ich die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung und auch die entsprechende Argumentation sowohl der CDU als auch der SPD auf, müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass auch die 1.500, die durchschnittlich frei sind, demnächst voll sein werden. Dementsprechend wäre es in der Tat verhängnisvoll, jetzt Hafträume abzubauen. Denn aufgrund der Vorratsdatenspeicherung versprechen sich ja die in Berlin regierungstragenden Fraktionen ein Mehr an Aufklärung im Bereich der Verbrechensbekämpfung. Also, von daher wird es sehr interessant sein, die weitere Entwicklung auch der Kriminalitätsstatistik oder insbesondere auch der Aufklärungsquoten und Verurteilungen zu verfolgen. Dazu werden wir dann nach der Sommerpause, denn auch dieser Antrag wird ja nun nach der Sommerpause erstmalig im Rechtsausschuss behandelt werden können, betrachten können. Ferner wird vorgetragen, die Strafvollzugsbediensteten seien an ihre Leistungsgrenze. Das hört man immer wieder, in der Tat auch mit den entsprechenden Verbänden. Wenn man mit denen spricht, hört man es immer wieder. Und wir haben es auch schon oft genug thematisiert. Auch der Justizminister Kutschaty hat es schon thematisiert. Es ist auch Gegenstand unserer Beratungen in den Haushaltsdebatten. Keine Frage, auch das sollten wir natürlich beleuchten. Und das Ganze sollten wir beleuchten eben vor diesen Kennzahlen. Und da in dem Zusammenhang natürlich auch EPOS. Denn der Justizvollzug dient ja als Modellversuch für die Einführung von EPOS. Und da ja bestünde die Chance, hier einzugreifen, das Vorgehen der Landesregierung einmal zu überprüfen, gegebenenfalls auch für die Opposition, aber auch für die Landesregierung oder auch die regierungstragenden Fraktionen die Möglichkeit, steuernd einzuwirken. All das wollen wir im Ausschuss einmal einer näheren Betrachtung unterziehen. Sie beziehen sich ja auch unter anderem auf Ihre große Anfrage. Ich weiß jetzt nicht, ob noch beabsichtigt sein wird, zu dem Thema eine Anhörung durchzuführen. Insgesamt werde ich selbstverständlich meiner Fraktion an dieser Stelle empfehlen, der Überweisung in den Ausschuss zuzustimmen. Vielen herzlichen Dank.